Okay, Real Talk, hast du mal Steroide genommen? Hat der Lovelock Steroide genommen? Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr? Was denkt ihr? Habe ich Steroide genommen? Habe ich gestofft, ja oder nein? Wir leben in einer Mitmachgesellschaft. Niemals, schreibt einer. Ja, schreibt einer. Nein, schreibt einer. Nein, nein, auch wenn es so aussieht. Nein. Safe, nein. Einer aus meinem Auch und Mischling sagt, dass du es gemacht hast. Oh shit. Ja, da kommen auch die Day. Also, das müsst ihr auch mal verstehen. Da habe ich zum ersten Mal angefangen, an der Menschheit zu zweifeln. Als ich angefangen habe mit Fitnessvideos. Ich habe da so mein Fitness-Content gemacht und habe so einfach mein Ding gemacht. Und dann gab es die ersten Leute, die angefangen haben, hinter meinem Rücken zu reden. Auch wirklich aus dem entfernten Bekanntenkreis. So, hey, der ist doch safe auf Stoff. Guck dir den mal an. Was denkt der, wer der ist? Der macht auf Natural und ist auf Stoff. Da hat so der erste Hate angefangen. Was macht der und so? Ist ja normal, da wo du herkommst, da haten dich die Leute immer. Aber Bro, ich habe nie gestofft. Nie. Nie, 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 nie. Ich habe viel zu viel Angst davor. Ich schwör's dir, Freddy, ich sag's euch, wie es ist. Ich hätte viel zu viel Angst davor zu stoffen. Stoffen ist doch, also was da alles passieren kann. Und ich bin kein Arzt. Ich bin nicht im Thema. Leute sagen immer, wenn du dir einen Arzt suchst und wenn der das macht, dann ist es voll okay, dann ist es voll cool und man, da kann nichts passieren und so. Ich habe irgendwann einmal aufgeschnappt, dass irgendwas mit meinen Eiern passieren kann und dann war ich raus aus dem Thema. Ich habe mich nie wieder damit beschäftigt. Es geht einfach nicht. Geht nicht. Ich würde niemals riskieren, dass irgendwas mit meinen Eiern passiert, dass ich keine Kinder mehr kriegen kann, keinen mehr hochkriege, meine Testoproduktion irgendwie schlechter wird oder so. Hab eine relativ gute Testoproduktion in meinen Eiern schon vorhanden, also muss ich das nicht supporten, weißt du? Am Ende Hodenkrebs, so eine Sachen. Also ich habe da schon von Sachen gehört und ich habe Leute, Männer gesehen mit so Bitch-Tits und so, die dann so Titten bekommen haben und so. Ey, keine Ahnung, was die sich da reingeballert haben, aber dieses Risiko werde ich nicht eingehen. Aber du hast nicht mal probiert, guck mal, da versucht jetzt einer das rauszulocken aus mir, aber du hast nicht mal probiert, so kleine Dosis oder so zum gucken, wie das so ist. Nein, Bruder, nein, nein, nein. Und Leute neben mir haben das schon gemacht, ja? Ich habe einen Kumpel gehabt früher, der war bei Bardo zu Hause, Digga. Der hat dann so Ampullen gehabt und Spritzen gehabt und so und hat sich den Shit gegeben für einen Urlaub, Digga, um da geil auszusehen. Bruder, ich hätte viel zu viel Paranoia vor der Scheiße. Geht nicht. Das kann ich mit mir selber nicht vereinbaren. Ich bin halt auch nicht gerne ein Cheater, so, ne? Ich sage immer, man muss so aus Sicht das Beste versuchen rauszuholen. Ich stelle mal die Pfeife raus, ganz kurz. Aus Sicht das Beste einfach rausholen, ohne zu cheaten. Glaub mir, mit Benzin wirst du wie The Rock. Ja, ich glaube auch. Das war mir auch immer bewusst, Alter. Ich habe immer gewusst, wenn ich mich dazu entscheide, mal was reinzuballern, dann würde ich natürlich krass aussehen. Tommy G ist am Start. Testo it out, man. Ganz genau, der ist das, Bro. Vermisst du das Fitnessstudio, Bruder? Hör doch auf, mich daran zu erinnern, ja. Ich fühle mich wie der letzte Dreck, Alter. Ich schwör's dir, Mann, Digga. Das ist mein Lebenselixier, Alter. Die Scheiße holt mich immer aus der Scheiße raus, eigentlich, Mann. Fitness. Da zu reflektieren, da zu gucken, was geht ab, was geht nicht ab, weißt du? Energie rauslassen. Das ist mein Rückzugsort, mein Meditationsort, meine Wohlfühlzone, Digga, alles zusammen. Das gibt's jetzt einfach nicht mehr, jo. Einfach nicht mehr da, Digga. Kurze Schweigeminute fürs Fitnessstudio. We all miss you, man. We all miss you, Alter.